Herzlichen Dank. Bei allen Witz und bei allen Bildern, die mir gerade hängen geblieben sind, ist mir vor allem auch hängen geblieben, dass du eingefordert hast, in Deutschland in diese Wahlkämpfe mehr Kontinuität, auch persönliche zu bringen, langfristig zu lernen, möglicherweise auch aus Fehlern zu lernen. Ich weiß nicht, inwiefern uns Jörg Kassler, Mitglied der DFG-Forschergruppe politische Kommunikation im Online-Wahlkampf, darauf eine Antwort geben kann. Soweit ich weiß, beruht der Vortrag darauf, Interviews mit den jeweiligen Verantwortlichen geführt zu haben. Und wenn ich den Titel Normalisierung und Professionalisierung richtig verstanden habe, deutet mir der zumindest auf eine gewisse Kontinuität hin im Handeln. Ich bin gespannt, viel Spaß beim Vortrag. Genau, also ich habe bewusst für meinen Vortrag das Online-Wahlkampf mal drin gelassen, weil es für uns aus kommunikationswissenschaftlicher Perspektive interessant ist, weil wir uns eben auf die Kommunikationskanäle beschränken müssen, da einfach aus forschungsökonomischen Gründen auf eine Auswahl treffen müssen. Und ich will in meinem Vortrag drei zentrale Fragen beantworten. Die erste Frage ist, welche waren die wichtigsten Online-Kommunikationskanäle für die Parteien im Bundestagswahlkampf 2013? Die zweite Frage ist, wie wurden diese Kommunikationskanäle eingesetzt, verknüpft? Hier sind die Stichworte Normalisierung und Professionalisierung. Andreas Junger hat schon gesagt, dass der Erfolg der Obama-Kampagne auch darin bestand, eigentlich bestehende Tools neu miteinander zu verknüpfen und zielgruppengerecht einzusetzen. Und darauf zielt auch die dritte Frage ab, wie lässt sich der Einsatz und die Nutzung dieser Kommunikationskanäle wissenschaftlich einordnen? Wurden da jetzt wirklich spezielle Zielgruppen mit unterschiedlichen Tools angesprochen? Wir haben gestern schon gezeigt bekommen, Deutschland hat mittlerweile einen Grad der Internetverbreitung erreicht, der über 80% liegt. Also über 80% der Bevölkerung konnten 2013 mit Online-Tools angesprochen werden. Im europäischen Vergleich ist Deutschland damit im oberen Mittelfeld, etwas hinter den skandinavischen Staaten, aber deutlich vor den südeuropäischen Staaten. Und sieht, da ist durchaus noch Potenzial nach oben. Wenn man sich im Zeitverlauf den Einsatz der Online-Tools in Deutschland mal ansieht, natürlich ist es so, dass man diese Kurve, die eben gezeigt wurde, die kann man mitgehen, den Bedeutungsgewinn von Online-Wahlkämpfen, der hat kontinuierlich zugenommen. Und erste Websites wurden 1995 eingesetzt. Hier auf dem Zeitstrahl kommen immer exemplarisch die Parteien, die als erstes das jeweilige Tool genutzt haben. Die anderen Parteien folgten dann in der Regel in den Monaten darauf. Also bereits 1995 der Einsatz von Websites. Die waren auch das Haupt-Campaigning-Instrument dann im Wahlkampf 98 und bereits 1998 gab es ein erstes direkt dialogorientiertes Format und zwar ein Chat mit Helmut Kohl. Also es war tatsächlich ein Live-Chat, es war angesichts der technischen Möglichkeiten damals noch eine ziemlich wackelige Angelegenheit, aber bereits damals wurde das eingesetzt. Zum Wahlkampf 2002, die meisten werden sich erinnern, 2002 war das Jahr, in dem es zum ersten Mal in Deutschland TV-Duelle gab und bereits hier wurden von der zentralen Website ausgelagert, Plattformen für Rapid Response und Negative Campaigning. Ich denke, die meisten wissen, Rapid Response bedeutet, dass direkt auf die Argumente des politischen Gegners reagiert wird. 2005 war dann das Jahr, in dem in Deutschland flächendeckend Weblogs eingesetzt wurden, ein bisschen als Reaktion auch wieder auf die USA, damals die Howard Dean-Kampagne, sehr erfolgreich, zumindest im Vorwahlkampf. In Deutschland wurden die Weblogs zum ersten Mal bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen eingesetzt und dann bei der Europawahl. Und in der Kommunikationswissenschaft zeigen die Ergebnisse eigentlich, dass besonders erfolgreich die Weblogs waren, die auf massenmedialen, journalistischen Angeboten eingebunden waren. Also der Blog von Andrea Nahles auf focus.de war besonders erfolgreich und weitere, die halt auf vergleichbaren Portalen zur Verfügung gestellt wurden. Dann in der Zwischenzeit, zwischen dem Wahlkampf 2005 und 2009, folgten dann die Präsenzen im sogenannten Web 2.0, also 2006 startete die FDP den YouTube-Kanal, 2008 begannen die Grünen dann zu twittern und ebenfalls 2008 im August startete die FDP als erstes eine Facebook-Seite. Das bedeutet, dass 2009 eigentlich die relevantesten Online-Kommunikationskanäle bereits genutzt werden. Das habe ich hier nochmal als Überblick dargestellt. Also man sieht hier in den bisherigen Wahlkämpfen bis 2013 eigentlich alles schon da gewesen. Was war 2013 die zentrale Neuerung? Wenn man jetzt mal von Google Hangouts, was eher eine sehr kleine Zielgruppe anspricht, absieht, die zentrale Neuerung gab es 2013 eigentlich nicht. Deshalb die Frage, kam es zu einer Normalisierung und Professionalisierung? Normalisierung bedeutet eben,
dass der Online-Wahlkampf in gewisser Weise etabliertes Instrument ist. Und Professionalisierung zieht dann eben auf, einen zielgruppengerechten Einsatz der Tools ab. Um diese Fragen, also kommt es zu einer Normalisierung und zu einer Professionalisierung zu beantworten, haben wir im Juli 2013 Wahlkampfmanager und Wahlkampfstrategen in Berlin befragt und dazu Leitfadeninterviews geführt. Das Ganze fand statt im Rahmen eines Seminars vom Institut für Publizistik hier an der Uni Mainz von Nicole Klotschewald. Und die Antworten der Wahlkampfstrategen haben wir verbunden mit Analysen von Nutzerdaten und da im Prinzip diese Horse Race Daten zu Facebook und Twitter Nutzern. Die Wichtigkeit der Kommunikationskanäle. Erstaunlich, dass hier als erstes immer noch die Website als wichtigster Online-Kommunikationskanal genannt wurde. Das deutet auch ein bisschen auf die Normalisierung hin. Also es ist das älteste Tool und da sind die Parteien am besten geübt drin. Als zweites Facebook. Hier kam es teilweise zu der Einschätzung, dass man mit Facebook besonders viele Nutzer erreichen würde. Wie das in der Realität aussieht, dazu gleich nochmal was. Als drittes wurde Twitter genannt und an vierter Stelle wurde YouTube als Campaigning-Instrument genannt. Und das sind wirklich die vier Online-Kommunikationskanäle, die über alle Parteien hinweg einheitlich so in dieser Reihenfolge genannt wurden. Danach kamen halt noch verschiedene Google Plus oder die FDP zum Beispiel wichtig, aber das spielte dann über die Parteien hinweg gesehen keine Rolle. Schauen wir uns den Stellenwert, die Zielgruppen und die Funktionen an. Also die Webseite, da wurde gesagt, das ist die zentrale Campaigning-Plattform des Online-Wahlkampfes und sie soll im Prinzip alle Internetnutzer erreichen, aber natürlich nochmal gezielt Parteianhänger, das haben wir eben bei der SPD gesehen mit diesem Mitmachangebot, und Journalisten, wenn wir zum Beispiel an das Parteiprogramm denken, erreicht werden. Von der Funktion her würde ich es mal als Pull- und Push-Funktion bezeichnen. Push-Funktion deshalb, weil man eben die Social Networks mit den Informationen von der Webseite bespielen kann, und Pull-Funktion wegen solchen Angeboten wie dem Parteiprogramm. Facebook, habe ich eben schon gesagt, wurde als reichweitenstärkster Kanal eingeschätzt. Und auf Facebook sollte alle Internetnutzer erreichen. Hier war die Einschätzung der Parteistrategen, aber dadurch, dass eben diese Like-Struktur auf Facebook ist, also man muss gezielt gefällt mir klicken, sind es halt doch eben eher die Parteianhänger, die man erreicht oder hardcore an Politik interessiert. Facebook, auch mehrfach schon gesagt, deutlich ganz klar eine Push-Funktion. Bei Twitter gab es eine Bezeichnung, die interessanterweise bei allen Parteien so wörtlich fiel, und zwar Twitter sei ein Käseglockenmedium. Damit wurde verbalisiert, was heute auch schon angesprochen wird, eigentlich erreicht man mit Twitter nur Meinungsführer und Journalisten, und es ist dann eher so ein Two-Step-Flow, wenn man da über Twitter halt wirklich an die Bevölkerung rantreten will. Also erstmal findet es halt in dieser Berliner Käseglocke statt, aber auch die Push-Funktion. Und YouTube, obwohl YouTube auch die Möglichkeiten eines Social Networks bietet, hat jetzt natürlich nochmal Dramatik gewonnen dadurch, dass es mit Google Plus verknüpft wird, wird von den Parteien aber eigentlich nicht genutzt, diese Social Media Funktion. Eigentlich dominierte da die Funktion als Archivplattform für die TV-Spots zum Beispiel. Aber auch über YouTube sollten alle Internetnutzer und Journalisten angesprochen werden. Bei den YouTube-Videos war es insbesondere so, dass von den Grünen und der FDP gesagt wurde, man würde gerne stärker auf YouTube-Videos setzen oder generell auf Videos im Wahlkampf, aber das gibt das Budget einfach nicht her. Und wenn man das dann mit Spots von Coca-Cola oder Adidas noch vergleicht, dann ist auch ganz klar, dass Parteien da nicht mithalten können, auch in Zukunft voraussichtlich nicht. Zur Verknüpfung, die zweite Frage, die Verknüpfung der Informationskanäle, wurde uns eigentlich auch relativ klassisch beschrieben und wenig überraschend. Also es wird der TV-Spot auf YouTube nochmal zweitverwertet, wird auf der Webseite eingebunden und über Facebook verbreitet. Ich habe das hier am Beispiel der CDU-Seite mal nachgezeichnet. Also hier ein Video, das auf der Webseite mit Text verknüpft wird und dann einfach über die beiden Kanäle bespielt wird. Und das ist wirklich der überwiegende Weg bei den Parteien angeboten. Das sieht bei den Politikern noch ein bisschen anders aus, also individuell. Bei der Persönlichkeitsvermarktung verweisen Politiker dann häufiger auf Medienseiten. Zur wissenschaftlichen Einordnung haben wir uns die Twitter-Follower und die Facebook-Likes am Wahlwochenende angeschaut. Und wenn man so das auf Parteienebene sich mal anschaut, dann ist man relativ beeindruckt von dem, was die Piratenpartei da macht. Das Ganze löst sich
dann aber in Luft auf, wenn man dem Netzwerk Persönlichkeitsvermarktungscharakter von Facebook Rechnung trägt und individuelle Politiker hinzufügt. Für Angela Merkel sieht man hier, dass die Piratenpartei da deutlich abgehängt ist, mit am Wahlwochenende über 350.000 Facebook-Likes. Twitter ist deshalb nicht aufgeführt, weil Angela Merkel schlichtweg keinen Twitter-Kanal hatte. Setzt man das allerdings wiederum ins Verhältnis von den Social-Media-Angeboten traditioneller Massenmedien, dann wird auch das wieder in ein anderes Verhältnis gerückt. Selbst die FAZ und die SZ überflügeln da bei den Likes und den Followern noch die meisten Parteiangebote und die Angebote individueller Politiker. Und da wird im Prinzip jeder einzelne politische Facebook-Kanal erstmal individuell gesehen vom Angebot von Bild.de abgehängt. Das waren am Wahlwochenende auf Facebook knapp unter 1 Million Likes, sind mittlerweile über 1 Million Likes. Und wenn man da jetzt mal rauszoomt und sich erstmal nur die Parteienangebote anschaut, dann wird das bestätigt, wie das von den Wahlkampfstrategen auch gesagt wurde. Die Reihenfolge der Wichtigkeit orientiert sich hier klar an der Wichtigkeit für die Nutzer, also als erstes die Webseite, dann die Social Networks, Twitter eine geringere Rolle und noch eine ganz geringe Rolle spielen die Apps von Parteien. Und hier einen weiteren Schritt raus, also auch bei den Internetangeboten spielen die klassischen Medien für die Wähler noch eine größere Rolle als die Angebote von Parteien. Hier stehen die Social Networks an zweiter Stelle, weil da eben das Netzwerk insgesamt, also inklusive Bild.de und Angela Merkel genannt ist und nicht eben nur das Angebot von Parteien. Und da eben noch der Schritt zurück, das sind auch die Bitkom-Daten, die wir heute schon gesehen haben, das Internet im Vergleich zu den anderen Medien noch eine nachrangige Rolle, wenn auch eine zunehmend wichtige Rolle in den Wahlkämpfen. Kommen wir zum Fazit. Welche waren die wichtigsten Online-Kommunikationskanäle? Also hier ganz traditionell, die Website stand im Mittelpunkt der Kampagne. Je nach Zielgruppe wurden dann die sozialen Netzwerke eingesetzt. Wie wurden diese Kommunikationskanäle verknüpft? Also klassisch, es wurde versucht, über die Social Networks die Website-Informationen noch an die spezielle Zielgruppe zu verbreiten. Und hier jetzt die Frage, ist die Experimentierphase vorüber? Man kann sagen, ja, sie ist vorüber. Es wurden bestehende Tools eingesetzt und sie wurden so eingesetzt, dass man tatsächlich die betreffende Zielgruppe erreicht. Die dritte Frage, wie lassen sich der Einsatz und die Nutzung dieser Kommunikationskanäle wissenschaftlich einordnen? Also es bleibt zu sagen, der Einsatz von Online-Kommunikationskanälen ist für deutsche Parteien ein Muss. Es kann sich keine Partei erlauben, auf irgendwelche Online-Tools im Wahlkampf zu verzichten. Aber der Online-Wahlkampf kann nur eine Ergänzung zu Paid- und Unpaid-Media sein. Also wir haben bei dem Vortrag heute Vormittag das Wahlkampfdreieck gesehen, Parteien, Bürger und Medien. Und hier müssen alle Kanäle von den Parteien gespielt werden. Also ich denke, die meisten wissen uns, Paid-Media bedeutet halt einfach Fernsehwerbespots und Anzeigen in der Zeitung. Unpaid-Media ist Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel der massenmedialen Berichterstattung. Und also hier auch dafür plädiert, dass der Wahlkampf als Ganzes gedacht werden muss und diese drei Kanäle eben gleichsam gespielt werden müssen. Das muss auch im Verhältnis gesehen werden, die Reichweite der Online-Kampagne ist im Vergleich zu den massenmedialen Angeboten, also Paid und Unpaid, eher noch zweitrangig, auch 2013. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.